Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Wings of Liberty Kampagne. Heute mit dem letzten Achievement hier mit Ist nur eine Fleischwunde bei der Mission Vorboten des Untergangs. Moment, kann ich nochmal kurz gucken. Schwer. Ohne dass Seratul einen Schadenspunkt verliert, sollen wir uns hier durchkämpfen. Das Schöne daran ist, wir können das relativ easy mal tracken, wie viele Punkte wir jetzt hier verloren haben. Ehre den Dalai Lama. Ich werde einen Weg finden. Die Prophezeiung wurde in Fragmente geteilt und jedes Fragment an einem anderen Schrein aufbewahrt. Ich weiß. Ich muss sie an mich nehmen und diese Welt schnellstens wieder verlassen. Dieser Abgrund ist gewaltig. Glücklicherweise kann ich die Schatten nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Wir müssen handeln. Harun al-Adan. Die Ehre gebietet es. Sporenkrabbler können meine Präsenz aufdecken. Ich sollte sie in einem leeren Gefängnis einschließen. Wie machen wir das denn? Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Ehre den Dalai Lama. Ich bringe euren Untergang. Ich werde einen... Dieser Sporenkrabbler kann mich von der anderen Seite des Abgrundes aus aufdecken. Er muss zerstört werden. Dieser Overseer kann meine Tarnung durchschauen. Am besten schließe ich ihn in ein leeren Gefängnis ein, bevor ich den Abgrund überquere. Ja, machen wir das nochmal. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Das erste Fragment der Prophezeiung. Nicht mal eine Katze, die man überspringen kann. Alles offenbar werden. Warum ergibst du dich nicht einfach dem Vergessen, Seratul? Wäre es nicht einfacher, deine Mühsal hier zu beenden, statt dem Ende deiner Euch gehört meine So viel zu Kerrigans Gnadenfrist. Ich fühl Shakuras. Das war nicht dumm. Was ist euer Beginn? Kalt ist die Stimme. Ich suche den... Ich grüße euch, Erhabener. Wir stehen in Diensten des Hohen Templers Karas. Er ist nicht fern von hier. Eure Anwesenheit ist mehr als willkommen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Immer in Bewegung bleiben. Erlaub uns, ihre Verteidigung zu zerstören, bevor wir uns weiter voranwagen. Reicht ihr mich an? Ich suche. Was ist schwer? So. Gucken wir nochmal einen zusätzlich. Wir müssen dieser Brut. Patrouille mit Vorsicht begegnen, oder wir werden in Stücke gerissen. Seid auf mich angewiesen. Schlaft auf ihn. Schusak Moknul. Schwer wiegt. Sprecht ihr mich? Ich suche so, den Pfad. Hat er gleich ich bringe Weisheit in einer Zeit des Kalbs. Ich suche den Pfad. Alles klar. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Schusak Moknul. Ich bin die Stimme der Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Schwer, sprecht ihr. Was ist euer Beginn? Ich suche den Pfad. Schwer wiegt meine Bürde. Die Prophezeiung. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Hier war dahinter halt, ne? Ein Luftangriff steht bevor. Macht euch bereit, meine Brüder. Ashagal.
Ehre, Dailan. Ich suche den Pfad der Erlösung. Ich werde einen Weg finden. Die Ehre gebietet es. Sprecht. Die Königin der Klingen hat hier Brutstätten errichtet. Sie will diese heilige Welt unter ihre Kontrolle bringen. Interessiert mich nicht. Ich werde diesen Plan ein Wir Ende wollen hier einfach nur durchkommen, ohne Schilde zu verlieren. Das sollte ja nicht so wild sein. Der zweite Teil der Prophezeiung. Die Forschung haben wir quasi eh schon gekriegt. Meine Aufgabe ist fast vollendet. Deine Hoffnung ist nur Täuschung, alter Narr. Wenn es euch so leicht fällt, in meine Gedanken einzudringen, Kerrigan, dann wisst ihr auch, dass ich niemals aufgeben werde, solange noch Hoffnung besteht. Seid vorsichtig. Kerrigan hat Wachen aufgestellt, um unseren Weg zu versperren. Es könnte eine Falle sein. Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten, einen nach dem anderen. Ganz schön wenig Hitpoints nur noch. Sonst riskieren wir, einer Übermacht gegenüberzustehen. Nein, jetzt haben wir einen verloren. Der nochmal geschossen hat. Na, ist egal, das Achievement dafür haben wir ja schon. In Arudin Rashagor. Die Berstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben. Das macht natürlich den Angriff erledigt sie aus deutlich schwieriger. Ja, würde ich gern. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Euch gehört meine Ergebenheit. Sprecht ihr mich an? Nehmen das einmal töten, damit wir mehr Zeit kriegen. In Arudin Rashagal. Weil die dann oft creep sind. Ich werde einen Weg. Ich suche den Pfad der Erlösung. Ihr seid auf mich an. Schwer wiegt meine Bürde. Arunal Adan. Wir dürfen nicht zagen. Die Ehre gebietet es. Ich suche den Pfad. Ich ja. Hätte man vielleicht sogar auch einfach so entkommen können. In einer Zeit weiß ich gerade gar nicht. Euch so, hier ist doch bestimmt jetzt ein Ultra oder so. Ehre, nicht gerade, aber alles andere sonst. Hallo! Schwer wie kalt. Sprecht ihr mich an? Ich bin die Stimme der Welt. Ich bringe Weisheit. Schwer kalt ist die Ehre. Was ist Shosak Mokul? Oh, er hat keinen Hitpoint verloren, oder? Die Prophezeiung weist. Schwer. Das weiß ich nicht, ob er nicht da einen Hitpoint verloren hat. Tötet sie, bevor sie sich verwurzeln und angreifen können. In Arudin Rashagal. Es geht viel zu Shosak Mokul. Die Prophezeiung weist uns den Weg. In Arudin Rashagal. Ich bin die Stimme der Priester. Der hohe Templer Karas ist ganz in der Nähe. Euch gehört meine Ergebenheit. Okay, wir müssen euch ein bisschen nochmal schön anmachen, sozusagen. In einer Zeit. Ich suche den Pfad. Noch mal einige ich alten Stalker bekommen, das ist schon mal ganz gut. Ich habe den Ultralisk in einem leeren Gefängnis eingeschlossen. Tötet ihn, Karas. Suche den Schubstag. Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Seratun, könnt ihr die fliegenden Zerg übernehmen? Natürlich. Ich suche kalt. Vernichte diese Nydus-Würmer, sonst werden die Zerg uns mit ihrer Verstärkung überwältigen. Ich suche den Pfad, sprecht ihr nicht.
hat ihre Würmer ausgeschaltet. Rückt vor. Dein Ernst, Seratul? Was ist euer Begehr? Schwer wiegt meine Würde. Euch gehört man. Ich muss die Lehrensuche erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Nicht zart mehr verlieren als ich werde einen Weg finden. Ich als Schüler. Jetzt werde ich eins mit der Kala. Ich muss die Lehrensuche erreichen und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. So, mal gucken, ob es gereicht hat oder ob wir bei OOOOOOO nochmal laden müssen. Nein, es hat gereicht. Ist nur eine Fleischwunde, haben wir geschafft. Sehr schön, dann können wir ja fortfahren. Labor der Hyperion, 1532, Bordzeit. Bevor du fragst, Doc. Danke. Mir geht's blendend. Du hast sehr lange in diesen Protoss-Kristall gestarrt. Bist du dir sicher? Naja, jetzt wo du es sagst. Ich könnte einen oder zwei Drinks vertragen. Vielleicht ergeben die Visionen mehr Sinn, wenn ich betrunken bin. Was hast du gesehen, Jim? Einen alten Freund, der nach dem Ende aller Dinge sucht. Die Zerg-Bioprobe hat ein Okularorgan entwickelt. Was kommt als nächstes? Arme? Es besteht eine grundlegende Dichotomie bei der Zerg-Zellproduktion. Zelltyp A weist scheinbar zufällige Mutationen auf. Zelltyp B jagt und zerstört diese Mutationen. Insofern handelt es sich um das Überleben des Stärkeren auf zellularer Ebene. Die erfolgreichen Mutationen gedeihen. Ich habe einen mikroskopischen Abstrich von der Probe entnommen und die elektrische Entladung, mit der ich eine Weile herumexperimentiere, zu testen. Die Resultate stimmen mich positiv. Ein interessanter Nebeneffekt, die Zerg-Materie entwickelte sich zu einer sehr dichten, aber flexiblen Material. Dieses Material könnte verwendet werden, um die Suprastruktur dieser alten Herkules-Klasse-Transporter zu verstärken, für die Swan schon verzweifelt ein Einsatzfeld sucht. Ich wünschte, ich hätte genug Zeit, um sowohl das Entladungsfeld als die gehärtete Materie weiter zu suchen, aber das bezweifle ich stark. Ja, gucken wir doch mal an, was wir damit jetzt machen können. Wir haben sowohl Protoss als auch Zergforschung erhalten. Protoss-Forschung reicht noch nicht, aber Zergforschung. Wir könnten den Predator bauen. Anti-Infanterie-Einheit. Brauchen wir nicht. Oder den Herkules. Massives Transportschutz, Entladung beinahe augenblicklich ab. Brauchen wir auch überhaupt gar nicht. Ja, dann eher noch den Predator, oder? Aber es sind beides noch, die wir überhaupt nicht brauchen. Wie lang war ich unten im Labor, Matt? Sie sind schon seit Stunden weg, Sir. Sind Sie die ganze Zeit über im Labor gewesen? Ich habe Zeratuls Kristall benutzt. Ich hätte schwören können, dass es nur ein paar Minuten waren. Das war so real. Zeratul war auf der Suche nach einer Prophezeiung der Xel'Naga über das Ende des Universums. Da ist noch mehr. Ich bin nur noch nicht so weit gekommen. Ja, da ist noch mehr. Gucken wir mal ins Arsenal. Wir haben ja eigentlich nicht mehr Credit als vorher. Können wir jetzt was für den Predator vielleicht schon freischalten? Nee. Können wir was für den Panzer kaufen. Belagungspanzer versuchen plus 40 Schaden am Primärziel. Flächenschaden bleibt unverändert. Und das Schockkanon verursacht 75 weniger Schaden bei verbündeten Einheiten. Ist halt auch beides echt gut. Aber ich weiß nicht, ob wir das beides so dringend brauchen. Ja, komm, wir nehmen mal das hier mit. 40 ist natürlich auch viele Credits. Die nehmen wir mal erstmal nicht mit. Wie kam's, dass du so ein guter Kumpel von den Protoss geworden bist? Bei allem, was ich bisher über die gehört habe, bringen sie Terraner um, sobald sie sie sehen. Einige von ihnen schon. Aber es gibt auch welche, die selbst ihr Leben dafür geben würden, Leute wie uns zu beschützen. Ich habe ihnen im ersten Krieg dabei geholfen, ihre Heimatwelt gegen die Zerg zu verteidigen. Und ein zweites Mal, als Kerrigan mit dem Schwarm zurückgekommen ist. Loyalität ist ihnen heilig. Mann, Jimmy,
Hört sich ja fast an, als würdest du sie mögen. Ich hab nicht erwartet, dass du das verstehst, Tychus. Gut, dich zu sehen, Bruder. Ich... Warte mal. Ich sehe es in deinen Augen. Du warst in der Geisterwelt, der Protoss. Er hat dir einen Kristall gegeben. Und damit siehst du, was er gesehen hat. Das geht dich nichts an. Scher dich aus meinem Kopf, Tosh. Wie du willst. Aber du solltest vorsichtig sein, wenn du auf die andere Seite siehst. Wenn du mich brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Ja, du stehst nämlich immer da rum und guckst argwöhnisch darunter. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Kronprinz Valerian. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, Hoheit. Ich habe zu danken, Kate. Es freut mich, hier sein zu können. Lassen Sie mich gleich zu der Frage kommen, die alle am meisten beschäftigt. Gibt es derzeit jemanden Besonderen in Ihrem Leben? Wenn ich ehrlich sein soll, Kate, schwärme ich schon seit Jahren für Sie. Ach du meine Güte. Aber mal ganz im Ernst. In Anbetracht der Zerg-Inversion habe ich momentan wenig Zeit für derlei Dinge. Ich studiere unter General Warfield eingehend Militärtaktiken und meine spärliche Freizeit widme ich der Staatslehre. Es ist mein Ziel, der beste Imperator zu werden, den unser Volk sich wünschen kann. Sobald die Zeit dafür gekommen ist, natürlich. Na toll, dann gibt es jetzt schon zwei von der Sorte. Ja, Valerian, Nachrichtenjunkie und Kate Lockwell haben wir erzielt, weil wir wahrscheinlich so häufig Nachrichten geguckt haben, oder? Mal gerade kurz nach, wie viel war das? Sehen Sie 10 Nachrichtensendungen im Fernsehen? Sehr schön. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle haben wir uns alles angeguckt und können dann beim nächsten Mal weitermachen. Denke wieder mit einer normalen Mission. Vielleicht gehen wir auch an den Automaten, ich weiß es noch nicht. Das war es jetzt erstmal für die heutige Folge. Ist ein bisschen kürzer heute, aber so ist es halt. Jetzt noch eine neue Mission anzufangen, ergibt wenig Sinn. Hier oben rechts durch das Feuer klicken und jetzt ein Aspekt von mir und euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.